beschäftigen und der Frage nachgehen, wann oder warum Hochschulnetzwerke funktionieren oder manchmal eben auch nicht funktionieren. Das wollen wir so ein bisschen machen, indem wir beide, Ronny und ich, so ein bisschen aus Erfahrung berichten, aber das versuchen auch immer in Strukturen und auch so ein bisschen in so wissenschaftliche Erkenntnisse einbetten. Wir versuchen das aber ganz dialogisch zu machen. Also die halbe Stunde, die jetzt vor uns liegt am frühen Nachmittag, die soll schon auch ein bisschen Spaß machen. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Zeit zu diskutieren hinterher. Wir steigen mal ein, Ronny, oder? Genau. Was wir uns vorgenommen haben, ist ein Verständnis dafür zu schärfen, wie Hochschulen gut zusammenarbeiten können. Wir werden einsteigen gleich, wird Sönke was dazu sagen, warum überhaupt zusammenarbeiten. Könnte ja auch womöglich leichter sein, Dinge alleine zu machen. Davon sind wir nicht überzeugt, sondern aus Erfahrungen sprechend, dass Zusammenarbeit sich lohnt. Wie kann das passieren? Da haben wir ein paar Typen zusammengebracht, nochmal begriffsschärfend. Dann wollen wir von eigenen Projekten sprechen, weil das am leichtesten ist. Da können wir relativ tief in den Maschinenraum reingehen, wie Hochschulnetzwerke funktionieren, was sind unsere Erfahrungen, und nochmal übergreifend Gelingensbedingungen diskutieren, die vielleicht den einen oder anderen von euch, von Ihnen nochmal auf Ideen bringen, wie man eigene Formen der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen zusammen schärfen kann. So, das haben wir vor. Deswegen wäre jetzt die Frage, Sönke, warum sollen wir überhaupt zusammenarbeiten als Hochschulen? Ja, genau, warum zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch, warum zusammenarbeiten in der Lehre? Wir sind das ja als Hochschulen eigentlich gewohnt, immer schon, dass wir in der Forschung ziemlich intensiv zusammenarbeiten. Es gibt große Verbünde, Netzwerke, Kooperationen und so weiter auf Forschungsebene. Aber auf der Lehrebene gibt es das eigentlich gar nicht so viel. Liegt vielleicht auch daran, dass es in der Vergangenheit, sagen wir vor der Digitalisierungszeit, gar nicht so einfach war. Aber es gab auch vielleicht gar nicht so die richtige Notwendigkeit. Jetzt erleben wir aber gerade, dass doch viele Innovationen in so schneller Zeit aufeinander folgen. Also künstliche Intelligenz oder die ganze Frage von Energiewende, die ganze Frage von Nachhaltigkeit und viele andere Fragen, die gerade so auf die Hochschulen wirken und die natürlich auch eine Frage sind, wie wir das eigentlich in unserer Lehre unterbringen können und wie schnell wir eigentlich darauf reagieren können. Naja, da stellt sich schon die Frage, ob man das eigentlich als einzelne Hochschule noch gut schaffen kann oder ob sich da Verbünde nicht anbieten. Deswegen ist die Kooperation eigentlich wie immer, heißt eben Synergien nutzen voneinander, damit man gut miteinander arbeitet und vielleicht neu an der ganzen Geschichte oder relativ neu ist, dass Hochschulen es auch in der Lehre tun. Und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Genau. Und zunächst müssen wir uns erstmal klar werden, wie Hochschulen zusammenarbeiten können. Wenn man so ein bisschen reingeht in das Thema der Zusammenarbeit, gibt es so einen gewissen Begriffsdschungel. Kollaboration, Kooperation. Wir sind da in so einer Allianz. Da haben wir wiederum ein Projekt in der Kooperation. Und das Thema Netzwerk würden wir jetzt ja auch nochmal stark machen. Eigentlich ist es wichtig, erstmal sich klar zu werden, worum geht's. Das heißt, die Form, in der man zusammenarbeitet. Wir kommen gleich auch nochmal dazu, welche Funktion soll das erfüllen. Und wenn wir das zusammenbringen, kommen wir zu einer alten Formel, die ist schon weit über 100 Jahre alt, aber bis heute eigentlich gültig. Die kommt aus der Architektur, geprägt hat das Louis Sullivan als die ersten Bürogebäude und Wohnungsgebäude relativ schmucklos in Chicago quasi vor 150 Jahren knapp daherkam, hat man eigentlich sich darauf geeinigt, dass es vor allen Dingen, dass die Form der Architektur die Funktion der Funktion ersprechen muss. Das heißt, relativ funktional in der Form und nach vielen Jahrhunderten, wo es vor allen Dingen um Schmuck und Repräsentation ging. Das heißt, es ist immer eine Frage, welche Form soll also mit dieser Funktion einhergehen. Und natürlich ist es aber ein Wechselverhältnis. Es geht darum, welche Funktion soll es erfüllen, und das ist aber auch in Bewegung. Das heißt, wir müssen das jetzt nicht als statisch verstehen. Wir wollen gleich nochmal darauf eingehen, dass es immer beides in Bewegung ist. Das heißt, auch die Funktion der Zusammenarbeit in der Lehre, wie Sönke das gesagt hat, kann sich verändern, muss sich womöglich auch die Form verändern. Und dafür wollen wir jetzt uns ein paar Typen angucken und das nochmal klären anhand von Hochschulbildung, wie Hochschulen zusammenarbeiten. Aber ich glaube, Sönke, du hattest auch noch ein Beispiel, was das nochmal ganz gut für den Bildungsbereich illustriert, wie Form follows Function als Formel gilt. Ja, genau. Also wir haben das alle ja schon erlebt, nämlich wie wir Schule erlebt haben. Wenn man sich mal klar macht, woher der Schulbau überhaupt kommt, warum der so ist, wie er ist, wie wir ihn in der Regel ja alle in der Schule noch erlebt haben, dann kommt das eigentlich aus eher so einer Kasernenbauphilosophie. Also das waren Gebäude, wo man relativ günstig bauen können, die musste man relativ leicht reinigen können, die sollten möglichst kurze Wege haben, die haben aber auch einen zentralen Punkt, so einen Schulhof gehabt und so. Und das passte auch zu der damaligen Form von Lehre,
passte das gut. Also wo einfach aus ein bisschen frontalerer Unterricht gemacht wurde und Klassen eben in ihren Jahrgängen auch weitergereicht wurden und so, da hat das schon auch gut funktioniert. Jetzt merkt man aber, dass die Funktion von Schule sich auch verändert und neue Schulbauten haben auch ganz neue Formen, weil es nämlich andere Anforderungen gibt an das Lehren und Lernen, an die Begegnung. Das heißt, es sind in der Regel jetzt Architekturen, die viel, viel offener sind, viel größer sind, die große Begegnungsräume haben, wo vielleicht auch so die Treppenhäuser so offen sind, dass es Anlässe gibt, vielleicht auch sich da zu treffen und zu unterhalten. Man merkt also, dass Form follows Function ist erstmal so. Das heißt, man entwickelt eine Form aus einer funktionalen Anforderung heraus. Aber wenn sich die Funktionsanforderungen verändern, und darauf kommen wir gleich nochmal bei Hochschulnetzwerken, wenn sich also Funktionsanforderungen verändern, dann muss sich auch die Form verändern. Wenn sie das nämlich nicht tut, dann beschränkt sie sozusagen die Funktion. Aber das gucken wir uns leider mal ein bisschen genauer an. Genau, für die jetzt in diesem Moment gerade dazugekommen sind und sich denken, wow, bei welcher Architekturkonferenz bin ich hier gelandet, können wir die beruhigen, nämlich es geht vor allem jetzt um Hochschulnetzwerke und wir wollen immer uns über die Form und die Funktion verständigen und zunächst nochmal unterscheiden, welche Typen von Zusammenarbeit gibt es denn, das heißt, das sind die Formen, wo zusammengearbeitet werden kann. Vielleicht erwischen sich ja die einen oder anderen schon dabei, dass man diese Begriffe vielleicht manchmal gar nicht so klar verwendet, häufig synonym womöglich und wir würden gerne nochmal helfen, das zu schärfen, vor allen Dingen, um am Ende ganz unten den Netzwerkbegriff nochmal klar rauszustellen. Und das Erste wäre, Sönke, was sind denn Kooperationen? Ja, Kooperationen von Hochschulen, das kennen wir ja auch alle, die verfolgen ja in der Regel ein ziemlich klares Ziel, also meinetwegen irgendwie gemeinsame hochschulübergreifende Studiengänge aufzubauen und so weiter. Sie haben in der Regel gemeinsame Aufgabenstellung, aber sie bleiben in den Organisationseinheiten so, wie sie sind. Also zwei Hochschulen zusammen machen irgendwie einen Studiengang zusammen, das heißt, die Hochschulen bleiben so, wie sie sind, aber sie organisieren diesen Studiengang als gemeinsame Aufgabe. Das sind in der Regel Kooperationen. Findet man im Hochschulbereich natürlich auch ganz viel. Das nächste sind dann Allianzen. Einige von Ihnen, von euch sind da vielleicht in Berührung gekommen. Es gibt ja jetzt das Konstrukt der europäischen Hochschulallianzen, diese Macron-Idee, wo ja auch über 20 der deutschen Hochschulen beteiligt sind. Das heißt, da kriegt man schon über das Beispiel ein Gefühl dafür. Das sind langfristig angelegt, häufig auch alle Ebenen der Hochschulen durchdringende größere Kooperationen, würde ich es mal so nennen, wo es um das Teilen von Ressourcen, Kompetenzen geht, um einen Wettbewerbsvorteil gemeinsam zu erreichen. Hier kann man sich so ein bisschen das Bild vorstellen, dass da groß auch auf Präsidienebene Verträge geschlossen werden, bedeutet aber noch längst nicht, dass es auch bis in die Ebene der Studiengänge, der Fakultäten alles runterdiffundiert, wie in dem Beispiel, was Sönke jetzt für die Studiengänge gebracht hat, kann aber ein Ermöglichungsraum dazu sein. Aber es geht hier um eine langfristige Zusammenarbeit auf größerer strategischer hochschulischer Ebene. Genau, und bei Allianzen sind eben die Ziele nicht so klar. Bei Verbünden sind sie in der Regel schon wieder viel klarer, weil Verbünde in der Regel auch wieder auf was ganz Klares ausgerichtet sind. Also hier geht es in der Regel um projektbezogene Zusammenarbeit. Das heißt, es gibt jetzt für einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Aufgabe, wo beide Hochschulen zusammen auch Ressourcen bereitstellen, bestimmte Dinge tun, auch eine formelle Kooperationsvereinbarung machen. Beispiel wären zum Beispiel Verbundprojekte, wie wir sie jetzt in der Stiftung Innovation in der Hochschullehre haben oder auch viele andere Drittmittelverbünde. Also es gibt ein bestimmtes, klar definiertes Ziel über einen bestimmten Zeitraum, wo die Hochschulen dann auch eine klar definierte Rolle übernehmen. Das sind vielleicht nochmal Verbünde. Und dann kommen wir noch zu Netzwerken. Netzwerke, da kann man schon so ein bisschen über das Bild kommen. Wir alle haben sicher eine Vorstellung, wenn wir über Netzwerke sprechen. Das ist vielleicht hier auch zum Thema University Future Festival, Hochschulforum Digitalisierung. Aus dem IT-Bereich kennt man das relativ stark. Das heißt, es gibt Knotenpunkte, es ist sehr komplex, sehr dynamisch, nicht immer leicht zu verstehen. Übertragen auf Hochschulzusammenarbeit geht es also um, und das muss man erstmal aushalten, komplexe Formen der Zusammenarbeit. Da ist vielleicht nicht immer alles ganz klar geregelt, kann aber sein. Das heißt, wir haben formelle Beziehungen. Es kann also wie bei Verbünden zuvor auch Kooperationsverträge geben. Es gibt aber auch viele informelle Beziehungen, die meistens sogar sehr, sehr wirksam sind. Als Beispiel kann man zum Beispiel Lehre hoch N nehmen, das ist ja über 10 Jahre jetzt da. Da gibt es natürlich auch formelle Zusammenschlüsse und Teilgruppen und im Endeffekt sind es aber auch viele informelle Beziehungen zwischen Lehrenden, zwischen Hochschulleitungen, zwischen Fakultätsvertreterinnen und das macht das Ganze so spannend. Es sind direkte, indirekte Verbindungen, die sehr
flexibel sind, würden wir gleich auch nochmal an den Beispielen, die wir haben, darstellen. Und wir sind überzeugt, jetzt auch aus den Projekten, die wir jetzt gleich noch ein bisschen näher beleuchten, dass Netzwerke womöglich eine der passendsten Formen sind für viele Aufgaben, die Hochschulen übergreifend bearbeiten. Also das war jetzt nochmal eine Begriffsschärfung und jetzt wollen wir uns vor allen Dingen unsere eigenen Beispiele, die wir mitgebracht haben, anschauen. Wer das Ganze nochmal im Detail nachlesen möchte, woher das aus der Organisationsforschung kommt, kann das in der Publikation nachschauen. Da haben wir uns vor allen Dingen Landesinitiativen angeguckt, in welchen Formen die zusammenarbeiten. Genau, aber jetzt geht es um die Praxis. Genau, also wir sind ja eingestiegen über diese Frage Form follows Function, also welche Form der Kooperation, der Zusammenarbeit des Netzwerks wählt man eigentlich? Wir wollen das versuchen, das ist immer noch sehr abstrakt, ne, jetzt mit diesen Begrifflichkeiten und das, was wir gerade gesagt haben, wir versuchen das ein bisschen zu illustrieren an zwei Projekten, nicht weil das jetzt die tollsten Hochschulnetzwerke sind, die man auf der ganzen Welt findet, sondern weil das die Netzwerkprojekte sind, über die Ronny und ich am meisten erzählen können, weil wir da selbst beide involviert sind. Das ist einmal der SDG Campus und einmal die Hamburg Open Online University und wir versuchen gleich noch mal so ein bisschen Gelingensbedingungen von solchen Hochschulnetzwerken anzugucken und in den beiden Beispielen zu illustrieren. Ganz kurz zum Einstieg erzählen wir kurz, was es ist, also beiden Projekte, SDG Campus und WHO, und dann gucken wir in diese Netzwerklogik noch mal rein. Genau, wir werden jeweils einmal jetzt die Function kurz erklären und dann die Form und danach noch mal übergreifend diskutieren, womöglich auch für andere, die dann zum Nachdenken kommen, wie kann ich meine Hochschulzusammenarbeit stärken. Der SDG Campus ist ein größeres Verbundvorhaben von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert, aber hat sich zu einem Netzwerk entwickelt. Worum geht's? Es geht darum, dass es die 17 UN-Ziele für Nachhaltigkeit geht, die sehr komplex sind, aber uns eine ganz gute Richtung vorweisen, wie lösungsorientiert wir denn gemeinsam national, international in Richtung Nachhaltigkeit streben sollen. Viele Hochschulen nehmen sich diesem Thema ja an und wir haben gedacht, naja, die Studiengänge leisten es eigentlich nur bedingt bisher, dass man sich mit all diesen Themen beschäftigt. Also wäre es sehr, sehr wertvoll, ein zusätzliches interdisziplinäres Angebot zu machen und Studierende mögen häufig auch Credits, die sind immer noch die Währung quasi, das heißt ein Zertifikatsprogramm für 10 bis 30 Kreditpunkte zu entwickeln als Micro-Degrees, die im Sinne eines T-Shapes quasi als überfachliche Kompetenzen auf dem normalen Bachelorstudiengang liegt. Das machen wir zusammen und das ist so ambitioniert, dass wir früh festgestellt haben, das geht nicht alleine. Wenn man mal von innen nach außen denkt, hat sich eigentlich so ein Zwiebelmodell für dieses größere Projekt entwickelt. In der Mitte ist quasi die TU in Hamburg, das sind wir. Wir betreiben die Plattformen und die Zertifikatsvergabe. Sowas muss gebündelt sein. Das kann man jetzt sehr, sehr schlecht dezentral machen. Das heißt, eine Moodle-Plattform, die wir entwickeln und betreiben. Drumherum ist das angesprochene Verbundvorhaben Open T-Shape for Sustainable Development, wo die HCU in Hamburg und wir als TU zusammenarbeiten und hochschuldidaktische Fragen klären. Die Frage der Prüfung, der Qualifizierung der Lehrenden etc. Das ist quasi die Grundlage, die dann 8 Universitäten nutzen, das sind vor allen Dingen technische Universitäten, die dann sagen, wir würden gerne Kurse beitragen, das sind ja 17 Ziele und da entsprechend mit technologisch orientierten Lösungsansätzen aus der Lehre zeigen, wie das mit den Nachhaltigkeitszielen klappen kann. Das heißt, diese Kurserstellung passiert im Netzwerk und die Kursnutzung. Und da merkt man auch schon, da haben dann auch viele was davon. Das heißt, es geht nicht nur dazu, Kurse hochzuladen, sondern auch für eigene Studierende zu nutzen und eben die auch der anderen Universitäten zu nutzen. Das heißt, es gibt auch eine Mischform von dem, was wir bisher beschrieben haben, zwischen Kooperation, Verbund und Netzwerk. Aber das Spannende ist vor allen Dingen das Netzwerk. Ein bisschen anders, aber in manchen Formen ähnlich ist ja auch die Hamburg Open Online University. Ja, bleib mal kurz noch bei dem Bild, Ronny, vielleicht noch einmal zurück. Also hier ist vielleicht auch nochmal interessant, dass wir sind nicht so gestartet, dass wir von vornherein dachten, wir bauen ein Netzwerk, sondern wir sind erstmal gestartet mit diesem Verbundprojekt. Wir sind aus dem Verbund heraus losgelegt und haben dann aber schnell verstanden, dass die Fülle an Kursen von uns mit zwei Hochschulen gar nicht zu leisten wäre. Und deswegen haben wir drumherum dann dieses Netzwerk aufgebaut. Also hier nochmal wieder ein Beispiel dafür, dass die Funktion, die man gerne haben will, natürlich die Form bestimmt. Also wir konnten jetzt nicht den Verbund vergrößern, aber wir konnten um den Verbund herum ein Netzwerk aufbauen. Und deswegen ergibt sich jetzt diese
vielleicht ein bisschen überraschende Form von Verbund und Netzwerk. Das liegt aber daran, dass wir einfach aus den Projekterfahrungen, die wir schnell gesammelt haben, gesehen haben, wir brauchen einfach viel, viel mehr Partner, um den viel Content zu erstellen. So, das ist wieder ein Beispiel dafür. Also die Form, die man am Ende wählt, muss sich aus der Funktion ergeben. Genau, wir können noch mal reingucken in die Hamburg Open Online University. Die gibt es jetzt ja schon ein bisschen länger, seit 2014. Vielleicht trotzdem noch mal, was machen wir überhaupt? Was ist es? Ich gehe mal die Buchstaben durch, also H-O-O-U, und fange mal mit dem U rechts an. Das Erste, was wir machen, wir wollen, also das sind Hamburger Hochschulen, die dabei sind, und wir wollen aus den Hamburger Hochschulen heraus wissenschaftliche Lehre vor allen Dingen, aber auch wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Und jetzt kommen wir zum zweiten O, Hamburg Open Online University. Also all das, was wir machen, ist online zugänglich. Das heißt, wir bieten jetzt den allen eigentlich, die es gerne haben wollen, also nicht nur den Hamburgerinnen und Hamburgern, sondern allen, die es haben wollen, einen Online-Erlebnisraum der Hochschulen. Man kann also Online-Zugänge finden zu Hochschulbildung. Ja, das nächste O ist Open. Also all das, was wir machen, ist offen für alle und jeden. Also jeder Mann, jede Frau, alle, die wollen, können gerne an diesen Kursen teilnehmen. Und soweit ist es vielleicht noch was man relativ häufiger findet. Also gerade, wie wir damals angefangen hatten, 2012, 2013 mit den Massive Open Online Courses und so. Aber hier gibt's jetzt noch ein H, was davor steht, Hamburg. Und das ist nochmal wieder eine Besonderheit, weil nämlich wir die Besonderheiten von Hamburg als Bildungsmetropole, als Stadtstaat nutzen, indem wir eben bestimmte Veranstaltungen, die man eben auch in einer Metropole viel besser erreichbar machen kann, nutzen wollen. Also Hamburg hat ja was die Bücherhallen, hat die Hochschulen, hat den Hafen, hat Industrie, hat Konzertsäule, hat Museen, und all das ist mit einer S- und U-Bahn erreichbar. Das heißt, diese Metropolzugänglichkeit von einem Bildungsökosystem, auch das kann die Hamburg Open Online University gut bespielen. Das heißt, das ist erstmal die grobe Idee der HU. So, wenn man hier nochmal in das Netzwerk reinguckt, dieses Netzwerk hat sich dann auch schnell gefunden. Das sind eben die Hamburger Hochschulen, die dabei sind. Wir haben dann noch das Multimedia-Kontor Hamburg, die eben hauptsächlich für nochmal die mediale Umsetzung, Plattformentwicklung dabei ist. Man sieht auch, die Freie- und Hansestadt Hamburg ist auch Netzwerkpartner. Das heißt, die Stadt Hamburg und vor allem die Wissenschaftsbehörde hat selbst ein Interesse an diesem Netzwerk. Und UKE als Teil der Universität Hamburg mit medizinischen Inhalten ist eben auch dabei. Das heißt, hier haben wir auch eine Netzwerkstruktur, und die ist jetzt nochmal anders als das Netzwerk, was wir uns gerade beim SDG Campus angeguckt haben, weil hier die ganzen Netzwerkpartner alle wirklich ganz gleichberechtigt miteinander vernetzt sind und eben Dinge entwickeln, gemeinsam die Plattform weiterentwickeln, gemeinsam die Strategie weiterentwickeln und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn wir die richtige Form haben, ist es natürlich noch längst nicht ein Erfolgsgarant dafür, dass wir mit Hochschulnetzwerken das erreichen, was wir erreichen wollen. Wir haben mal in die Theorie geguckt und uns Gelingensbedingungen näher angeschaut und überlegt, naja, inwiefern treffen die jetzt auf diese zwei dargestellten Beispiele zu, und würden das jetzt nochmal gern diskutieren und auch vielleicht Sie und euch anregen, darüber nachzudenken, in welchen Zusammenhängen arbeite ich mit anderen Hochschulen zusammen? Was kann ich übertragen? Was kann ich vielleicht noch besser machen? Welche Funktionen möchte ich mit welchen Formen quasi erfüllen? Genau. Und genau, dann gehen wir mal durch die Ebene durch. Ich sehe gerade im Chat, gibt es noch eine Frage, ob die Zwiebelstruktur bei uns nur genesebar oder auch praktisch ist. Sowohl als auch. Also weil es eben so praktisch ist, also hier genau die aus dem SDG-Campus, weil es eben so praktisch ist, haben wir sie dann auch entwickelt, weil die uns eben das Problem löst, was wir vorher hatten. Es kann auch sein, dass sich noch weitere Strukturen darum entwickeln. Das heißt eigentlich, naja, wenn man erfolgreich sein will in solchen Projekten oder Anlässen, die wir hier geschaffen haben, dann muss man eben flexibel auch die Strukturen weiterentwickeln, je nach den Anforderungen. Und da können wir jetzt vielleicht mal reingucken, indem wir uns mal durch diese einzelnen Ebenen durchklicken, vielleicht die solche Gelingensbedingungen haben. Also das Erste, was vielleicht über allem steht, was total wichtig ist für Hochschulnetzwerke, das wirklich, was man unbedingt klären muss miteinander, ist das Ziel. Warum überhaupt? Also warum braucht es das Netzwerk? Was ist das Ziel? Und das ist ein bisschen schwieriger, als man so auf den ersten Schlag denkt. Weil ein Ziel zu definieren ist eigentlich das Einfachste, aber ist es überhaupt nicht, weil es nämlich abgestimmt sein muss im Netzwerk, und es muss natürlich auch transparent sein nach innen und nach außen. Also bei uns in der Hamburg Open Online Uni, da hatte ich es ja schon erzählt, was da das Ziel ist, eben Öffnung akademischer Bildung für Zivilgesellschaft. Ronja, kannst du mir noch mal sagen, wie haben wir es im SDG Campus gemacht?
Genau, da geht es eben um technologische Lösungsansätze, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und das war erstmal nur das Ziel, was wir ausgesprochen hatten. Da hatten sich einige Hochschulen für interessiert und das Netzwerk hat sich dann einfach darüber geformt, dass manche sagten, diese Zielidentität, die unterstreiche ich, da würde ich gern mitmachen. Also bei dieser übergreifenden Funktion würde ich gern mitmachen. Und daraus hat sich das Netzwerk gegründet. Wir haben nicht erst das Netzwerk gegründet und uns dann, wie Sönke gesagt, dass wir falsch über das Ziel verständigt, sondern andersrum. Das wäre auf jeden Fall auch unsere Empfehlung dafür. Genau. Dann gehen wir auf die nächste Ebene vielleicht. Was vielleicht nicht wirklich absolut notwendig ist, aber total hilft, ist eine entweder strukturelle oder kulturelle Ähnlichkeit der Netzwerkpartner zu haben. Also hier haben wir jetzt auch wieder zwei unterschiedliche Netzwerkansätze. Bei der Hamburger Open Online Uni ist das Verbindende natürlich Hamburg. Also hier, da sind jetzt künstlerische Hochschulen dabei, wir haben medizinische Hochschulen dabei, wir haben technische Hochschulen dabei. Also wir haben ganz unterschiedliche Hochschulen, aber es kommen alle aus Hamburg. Und das ist ein strukturelles Element, was wir auch für die Zielsetzung wieder einsetzen. Genau, beim SDG Campus war es so, dass wir vor allen Dingen auf Technologien als Hebel für die Nachhaltigkeitsziele setzen. Das heißt vor allen Dingen natürlich über technologisch orientierte Hochschulen. Und man sieht da auch eine Häufung von TU-9 Hochschulen, von technisch orientierten Hochschulen, aber auch Hafen-City und Bauhaus-Uni, die ja zumindest auch ingenieurwissenschaftlich geprägt sind, sind dabei. Und dieses technologisch Orientierte, das ist eher eine kulturelle Ähnlichkeit, vielleicht weniger strukturell. Die Größen der Universitäten sind ja unterschiedlich, auch geografisch verteilt, aber vor allen Dingen kulturelle, auch von eine fachkulturelle Ähnlichkeit, die hier enorm hilft. Vieles, was man teilweise gar nicht klären muss, weil man irgendwie eine ähnliche Denkrichtung eh schon hat, hilft ungemein, um auch schnell zu Ergebnissen zu kommen. Genau, wenn man diese zwei Ebenen hat, dann kommt man auf eine Ebene, auch die man auf keinen Fall unterschätzen darf, die manchmal aber so ein bisschen unter formalen Dingen untergeht, nämlich die Frage, wie Netzwerke eigentlich miteinander agieren. Und da ist in der Regel ein Vertrauen, eine Wertschätzung, vielleicht manchmal auch ein Kennen aus anderen Kontexten total hilfreich. Also je besser Leute sich kennen und je besser sie vielleicht auch wertschätzen, miteinander umgehen, desto erfolgreicher können solche Netzwerke sein. Denn man kann so ein Netzwerk natürlich jederzeit wieder verlassen. Also wenn man nicht das Gefühl hat, es hilft einem und es fühlt sich irgendwie auch angenehm an, ja, dann macht man in so einem Netzwerk natürlich nicht mit. Und die Hamburg Open Online University zum Beispiel, die hat sich damals aus der Runde der Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen der Hamburger Universitäten ergeben, die sich alle gut kannten und auch als Gruppe gerne mochten. Gab dann den Impuls damals von Olaf Scholz, der unser Bürgermeister war, der dann eben diese Online-Lehre in Hamburg unbedingt haben wollte, weil er eben gesehen hat, was in Amerika passiert und einfach nicht wollte, dass wir in Hamburg dann möglicherweise irgendwann amerikanische Kurse kaufen müssen für das Hochschulsystem. Deswegen braucht es also das Ziel, die strukturelle Ähnlichkeit und dann braucht es aber auch diese Form von Zusammenarbeit, Wertschätzung, Vertrauen, man mochte sich, man hatte Lust und auch das Vertrauen, dass man gemeinsam Dinge machen kann, nicht zu unterschätzen. Ja, beim SDG Campus war es ganz ähnlich. Das ist quasi eine Idee gewesen, die vor allen Dingen jetzt auch in einer Runde von ehemaligen oder immer noch Vizepräsidentinnen für Lehre sich gefunden hat. Also ganz ähnlich wie bei der Hamburg Open Online University. Und dann kamen noch ein paar dazu, die sich aber auch schon kannten. Unter anderem auch beim letztjährigen oder ja, letztlichen University Future Festival. Da haben wir die Idee präsentiert und ein, zwei kamen vielleicht in die Runde hier dazu, wenn man uns schon kannte. Und dann ging es auch relativ schnell, dass man noch dieses Netzwerk geformt hat, also ähnlich eigentlich zusammengekommen. Und das prägt aber auch die Arbeit. Wenn man sich vorher schon kennt und wertschätzt, dann trägt das über eine lange, lange Frist die Zusammenarbeit nach vorne. Ja, genau. So, und jetzt die nächste Schicht ist eigentlich die Kommunikation. Und alle, die im Hochschulkontext, vielleicht auch mal im Hochschulmanagement waren, wissen, wie schwierig das Thema Kommunikation ist. Also Kommunikation nach außen geht immer noch, wenn man sich dann irgendwie darauf einigt, was will man überhaupt nach außen erzählen oder welche Zielgruppe will man es erzählen und so. Aber nach innen ist Kommunikation, zielgerichtete Kommunikation eben auch sehr herausfordernd. Ja, und deswegen, es gibt jetzt gar nicht so eine richtige Obergrenze, die man so definieren kann für funktionierende Netzwerke. Aber unsere Erfahrung ist schon, dass Netzwerke vielleicht auch nicht zu groß sein sollten, weil sonst die zielgerichtete Kommunikation nach innen auch sehr herausfordernd wird.
in der Hamburg Open Online University. Ich hatte ja das Netzwerk gerade gezeigt. Da haben wir jetzt eben 7 Partner dabei, also 7 Hochschulpartner dabei und dann noch MOKH und die Wissenschaftsbehörde. Das ist alles sehr gut zu machen. Also auch noch gut zu machen, dass man alle Kommunikation nach innen auch persönlich noch führen kann. Und im SDG Campus sind wir jetzt ähnlich unterwegs, Ronny. Genau, wir sind auch 8 Universitäten. Auch das spricht dafür, nicht zu viel zu werden. Und wir sind alle so ein bisschen geprägt von Erfahrung, dass wir sehr, sehr gut an Hochschulen sind, vielleicht sogar zu gut, viele Strukturen aufzubauen. Und wir haben uns dazu entschieden, wirklich kleine, schmale Strukturen zu haben, die dann aber umso wichtiger sind. Also etwa einmal im Monat trifft sich das gesamte Netzwerk mit denen quasi, die dafür verantwortlich sind. Und das ist dann aber auch der Termin, der wichtig ist. Wir versuchen jetzt wenig 100.000 Arbeitsgruppen zu diffundieren und alle sehen sich mal hier, mal da, sondern eher wirklich verbindlich, regelmäßig zusammenzukommen und zentral Unterlagen zu teilen, die für alle wichtig sind, sodass alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Und auch da gilt die einfache Regel, gute interne Kommunikation führt häufig zu guter externen Kommunikation und das versuchen wir zu befolgen. Das ist jetzt keine wissenschaftlich hergeleitete Regel mit unter 10, etwa 10, hat sich einfach bewährt. Und genau, aber es muss einfach zu dem passen, was man machen will. Wenn man jetzt international tätig ist und noch weitere Hochschulen reinholt, kann das vielleicht auch eine größere Anzahl sein. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt eigentlich, der sich aus all dem Gesagten ein bisschen ergibt. Wir sind eingestiegen, wie man sich vielleicht noch erinnert, über dieses Architekturbild Form Follows Function und haben nochmal über Schulen gesprochen und eben auch was eine Form halt mit der Funktion macht. Also man entwickelt irgendwas aus einer bestimmten funktionellen Anforderung heraus. So, dann ist das so. Und jetzt ändern sich aber die Anforderungen. Und wenn man die institutionelle Struktur, also die Architektur sozusagen, nicht mitverändert, naja, dann kann das hinderlich sein für das Funktionieren des Netzwerkes. Deswegen muss man am Ende eine Entscheidung treffen, wie man diese institutionelle Verankerung eines Netzwerks eigentlich macht. Und eigentlich muss man auch immer noch mal überlegen, ob sie noch gut passt. In der Hamburg Open Online University zum Beispiel sind wir als loses Netzwerk mal gestartet, einfach als Hamburger Hochschulen im Verbund in einer Projektkonstruktion und waren uns dann aber vor gut drei Jahren klar darüber, dass wir eine andere Form brauchen, weil wir einen Kristallisationspunkt brauchen, auch für Kommunikation nach außen. Und auch nochmal für Zielschärfung und so weiter. Deswegen haben wir dann eine GmbH gegründet, wo die ganzen Hochschulen und das MMKH dann Gesellschafter drin sind. Also wir haben eine GmbH gegründet, die dann die Hamburg Open Online Uni nochmal strukturell festigt. Also aus der Entscheidung heraus sozusagen, was wir brauchen, welche Funktion wir haben wollen, haben wir dann eine institutionelle Verankerungsform gefunden. Ja, mit dem SDG Campus Netzwerk sind wir ja noch relativ jung. Das heißt, seit etwa einem Jahr gibt es uns. Und das heißt, wir haben erstmal geguckt, so viel institutionelle Verankerung auf formeller Ebene wie nötig. Und das waren jetzt erstmal quasi Memorandum of Understanding. Das ist zwar nicht verbindlich, aber wir haben dort irgendwie verbindliche Verständnisse von dem, was wir tun wollen, reingeschrieben. Und auch in diesem Prozess merkte man schon, wer ist denn wirklich dabei? Und das wäre auch wahrscheinlich die Empfehlung, eher schrittweise sich so zu verankern, das hatte Sönke Knutzen ja auch gesagt, wie man es gerade braucht, welche Funktionen man entsprechend gerade verändern will. Wenn es einen höheren Verbindlichkeitsgrad braucht, dann kann man natürlich nochmal nachschärfen. Aber auch hier nicht wieder unnötig viel Struktur und Verbindlichkeit, sondern so viel, wie man gerade braucht. Und das wäre auch, was wir mitgeben wollen. Das heißt, übergreifend, Sönke, kann man das sagen, oder? Glaubst du, gute Netzwerke funktionieren? Ja gut, man muss schon, ja genau, also es lohnt sich, Hochschulnetzwerke aufzubauen, weil eigentlich, wenn die Herausforderungen so groß sind, dass man sie alleine nicht bewältigen kann. Und es lohnt sich dann eben auf all diese Punkte zu gucken, Kommunikation, auf Ziele, auf die richtige Form, auf das vertrauensvolle Miteinander. Also wenn ihr Lust habt, wenn Sie Lust haben, sich mit Hochschulnetzwerken tiefer zu beschäftigen, naja, dann lohnt es sich, diese Punkte anzugucken. Ronny und ich sind morgen auch in Berlin, sogar vor Ort. Also wer Lust hat, sich da mit uns nochmal zu unterhalten, kann das gerne machen. Ansonsten natürlich auch gerne irgendwie schreibt uns an oder fragt uns irgendwas. Wir sind nämlich leider schon aus der Zeit heraus, Ronny. Genau, aber die Message hoffentlich ist angekommen. Macht euch Gedanken darüber, wie zusammengearbeitet wird. Das hilft auf die lange Sicht. Genau. In dem Sinne wünschen wir allen noch einen weiteren schönen Nachmittag und vielleicht sehen wir den einen oder anderen morgen noch. Bis bald. Bis dann.